Ah, Schülerin, du bist sicher auf Nar Shaddaa angekommen. Gut, lass dich nicht von den prächtigen Türmen blenden. Leid und Verzweiflung herrschen in den Slums darunter. Und Verzweiflung kann Leute zu vielen Dingen treiben. Denke auf deiner Suche nach dem Artefakt stets daran. Wo soll ich mit der Suche anfangen? In diesem Fall sollte es wohl eher heißen, bei wem? Das Artefakt, ein Anhänger mit dem Namen Tulaks Auge, gehört dem Sith Lord Palladius. Er lebt schon seit Jahren auf Nar Shaddaa und hat dort die Armen und Leidenden zu seinen Anhängern gemacht, zu seinem eigenen Kult. Hört sich nach einem sehr gerissenen Mann an. Bewundernswert. Gerissen, verschlagen, charismatisch, ja. Und unglaublich stur. Palladius leitet seinen Kult aus dem Hintergrund, aber du kannst ihn herauslocken. Ich habe zwei ehemalige Kultmitglieder kontaktiert. Sie verstecken sich aus Angst vor Bestrafung, aber sie hungern nach Rache. Sie sollten sich als nützlich erweisen. Dessen bin ich mir sicher. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie den Kult anführen dürfen, wenn Palladius tot ist. Aber die Umstände ändern sich natürlich. Du hast freie Hand mit Palladius und dem Kult. Alles, was zählt, ist das Artefakt. Ponu in Sakaway San Fram. Ipsik bei Kudana, Jaus bei Rojandan, in Bise Wistai. Ich weiß nichts über ihn oder Chabosch. Sikleika, Redjaika Ja, Wadjufna Ja, Katarhida. Mat Insok Ja, Himan Kudana, Ja Ayun Pro Kumana. Pai Powerjus, Ja Af Apidun, Pata Ja Sungadras. Folgt mir weiterhin und ich verspreche euch, dass diese Tage wiederkehren. Insok ja, himan gundana da ayupro. Und in amagas kapana, warpen, himinam arpai bohavnona. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserer Attentäterin Yuuji. Und wir sind auf Nashadar. Wir sind auf Nashadar. So, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wo geht's denn hier? Wo waren die hier? Jo. Wir werden uns mal nach draußen begeben. Und dann werden wir mal hier loslegen. Folgendes. Der Buddha hat was entschieden. Es wird keine Heldenquests mehr geben. Wir haben in der letzten Folge, oder die letzten Folgen, das war doch ein bisschen, ja, ich sag mal, ja. Es wird ja auch von Planet zu Planet schwerer, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, über dem Level sind. Aber ich habe jetzt entschieden, dass ich sag mal, die Anfangsplaneten jetzt immer versuche täglich zu machen, dass wir jetzt ausrüstungsmäßig da mal ein bisschen hochkommen. Kann also sein, dass wenn ich hier irgendwann mal hier den Planeten beendet habe, sagen wir mal mit 36, 37, dass ich dann auf jeden Fall 40 bin. Das brauche ich nicht zu wundern, denn hat er wieder rumgepimmelt in Heldenquesten. Ja. Ich muss aber auch irgendwie sagen, dass ich dann mal zusehen muss, dass wir jetzt hier mit der. Ich hatte ja von vornherein gesagt, ich mache nur Story. So, und daran halte ich mich jetzt auch. Ich hatte jetzt die Heldenquests nur gemacht, weil wegen Rüstung. Die kann ich aber auch, wie gesagt, offline machen. Und ja, deswegen wird es ab sofort wirklich nur noch Story geben. Ja, muss ich aber vorstellen, ja? Oh, soll ich ein Bild machen? Ach, ihr beiden hier. Oh, da machen wir gleich mal. Warte mal, da machen wir doch wirklich mal ein Bild.
Ich hoffe, ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Oh, da ist eine Händlerin. Die müssen wir jetzt mal ganz schnell... Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. ...behelligen, weil ich will jetzt hier den ganzen Schund loswerden. Ruhmschub. Fordert Stufe 75? Okay. Was kriege ich denn das denn als Belohnung? So, das ist hier auch noch was. Rufschub. Keine Ahnung. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Das machen wir auf jeden Fall an. Damit wir noch schneller aufsteigen. Blöder Droide. Übertragung an wen? Wer ist der Empfänger des Gerns? Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maro Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für einen Sith, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Seid vorsichtig mit der Macht, die ihr zu entfesseln sucht. Natürlich, ich wollte euch nicht beleidigen. Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Ukabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Ukabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Tja, dann werden sie wohl sterben. Wollt ihr, dass ich diesen Ukabi dazu bringe, seine Meinung zu ändern? Darüber sind wir lange hinaus. Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Ukabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Oh, das hört sehr gut an. Ungehorsam ist nicht duldbar. Er muss ausgeschaltet werden. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nar Shaddaa sich je wieder dem Imperium widersetzt, wenn ihr uns den Gefallen tut. Vielleicht nützt mir das sogar. Die Exchange wird brennen. Ja, brennen! Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Ha! Da brennt uns doch glatt weg schon der Unterleib. Bei diesem Gedanken an Zerstörung, Macht, Tod. Ja, ich bin hier bei solchen Sachen, bin ich immer drin, in meinen Rollenspielen. Was ist denn hier eigentlich hier? Was ist denn hier? Eine Nachricht. Baru Jamunja. Lerik Zeros. Eure Arbeit bei Balmorda. Kann ich rüberziehen? Natürlich nicht. Meine Meisterin Darth Lakris lässt euch gratulieren. Die öffentliche Verleugnung der Republik von Großmarschall Shikettas Taten hat mehr Schaden angerichtet als erwartet. Der balmoranische Widerstand wurde schwer entmutigt und wir konnten sogar Deserteure aus seinen Reihen rekrutieren. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Rebellion auf Balmorra nur noch eine ferne Erinnerung ist. Meine Meisterin schickt dies mit ihrer fortdauernden Wertschätzung eurer Bemühungen. Naja, immerhin ein bisschen. Ist da noch was bei? Nee. Gut. Das hätten wir. Sehr gut. Das läuft. Was sagt er? Hier, Vorsicht, kleiner Sith, hier könnte man leicht
Zur Unachtsamkeit verleitet werden. Ich kann nicht für eure Sicherheit garantieren, wenn ihr nicht aufpasst. Wo kommt das denn jetzt her? Hör mal. So. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Die Ankunft des Propheten. Oh, guckt euch das mal an hier. Ich muss sagen, ich habe Star Wars noch nie so geil erlebt. Ich spiele seit 2012. Und erst seit letzten Jahr, wo ich den neuen Rechner bekommen habe, das sieht einfach geil aus. Und es ist noch nicht mal 4K. Kann ich aber nicht einstellen, sonst funktioniert wieder mein... Oh. Das wollte ich doch ja nicht. Nein. Ach doch, hier. Sind wir ja. Sehr gut. Dann kann ich nämlich nicht... aufnehmen. Zwischendurch hat er ja mal hier so eine Macke, dass er hier nicht aufnimmt. Wir hatten ja in der Helden-Mission auf Balmora das Problem, dass er da mal abgekackt ist. Und ich habe auch das Problem, dass mein Decoder hier von Nvidia das Ding auch abkackt, wenn ich wenn ich auf die Karte, Sternkarte hier und dann auf den Planeten selber drücke. Sobald ich darauf hier die Code aus. What? So, wo ist jetzt hin? Ach Gott, wir müssen jetzt wieder raus. Wir müssen wieder raus, müssen wir wieder. Aber warum denn? Aber wieso denn? Nee, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin doch völlig falsch, oder? Hä? Ja, warte mal. Das muss hier unten noch irgendwo was sein. Da. Moin. Cam, komm mit mir, Jung. Wir werden uns mal vorstellen. Begrüßt eure neue Meisterin. Oh, Destris, lieber grausamer Destris und Riley. So schön und intelligent, ihr wart wie meine eigenen Kinder für mich. Darum schmerzt es mich sehr, das tun zu müssen. Hört mit dem Schauspiel auf, Palladius. Ihr habt euch nie um eure Kinder geschert. Wir brauchen keinen Tyrannen als Vater. Ha, gut gesagt. Wundervolle letzte Worte. Ich habe wirklich nicht weniger erwartet. Darum fällt es mir auch so schwer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, meine anderen Kinder möchten mit euch spielen. Erbärmliche die Würm. Und ihr steht da hinten bloß rum, verbeugt euch vor mir, kniet nieder vor eurer Meisterin. Kann doch wohl alles nicht wahr sein hier. Alter, was ist denn das für eine ungehorsame Bande hier? Hier, kniet nieder, ihr Schweine, ihr. Wen haben wir denn hier? Die Kavallerie? Danke für die Hilfe, aber ich habe alles im Griff. Du hast ja nichts im Griff, ja. Sir Charles in Barks Prize Warp Tyrion. Jawohl! Ich muss Karadida. Ganz ruhig, Destris. Das ist kein Holo, mit dem du da sprichst. Meine Gebieterin. Naja, so. Solch Demut wünsche ich mir. Mehr! Kniet nieder! Küsst meine Füße! Und vielleicht noch für ein paar andere Dienste. Räumt ihr erstmal auf. Ihr solltet ihrem Beispiel folgen. Aber natürlich. Entschuldigt. Na? Kürzlich war ein Sith hier. Darth Sash. Sie sagte, sie würde jemanden schicken, um uns zu helfen. Seid ihr das? Sozusagen. Palladius hat etwas, das ich brauche. Und wenn ich es kriege, indem ich euch helfe, dann bin ich das.
Gut, denn die Vorstellung, dass Palladius frei herumläuft, während ich in diesem Rattenloch eingesperrt bin, macht mich krank. Palladius hat sein Imperium auf dem Rücken der Armen aufgebaut. Er versprach ihnen, sie von ihrem erbärmlichen Leben zu befreien. Er sagte, wir würden ein, was war es, ein mächtiges Schwert bauen und damit unsere Feinde vernichten. Alles Lügen. Alles Lügen. Aber wenn ihr die Unterstützung der Armen gewinnt, zieht ihr Palladius den Boden unter den Füßen weg. Bis zum Morgengrauen werden mich alle verehren. Gewinnt sie für euch, so wie es Palladius getan hat. Findet die größte, brutalste Bande in dieser Gegend und vernichtet sie. Im Moment sind das die Kraits. Der Name stammt von den Krait-Drachen auf Tatooine. Ihr Anführer Saben glaubt, dass er von einem abstammt. Schaltet Saben aus und die Massen werden euch als Helden verehren. Wenn er gegen mich eine Chance haben will, sollte er wirklich ein Drache sein. Bei allem Respekt, wenn ihr die Kraits vernichtet, gewinnt ihr zwar Anhänger, aber nur bis eine andere Bande ihren Platz einnimmt. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Eine solche, die man die Fäule nennt, hat die Ärmsten der Armen auf Nar Shaddaa befallen. Sie kann aber geheilt werden, und derjenige, der das vollbringt, wird nicht nur ein Held sein, sondern ein Prophet. Ich glaube, ich bleibe lieber bei dem, was ich kann. Mord und Totschlag. Die direkte Konfrontation. Ja. Das mag ich. Der Unterschlupf der Kraits liegt im korellianischen Sektor. Schaltet ihren Anführer aus und die Massen werden aufhorchen. Ja, genau. Das ist genau, was wir wollen. Was ist die denn eigentlich... Für diese Anmerkung, dass wir jemanden helfen müsste, die schon hingerichtet werden. Hat er die... Jedi-Philosophien. Mitleid. Die Fäule. Warum nur die Armen der Armen? Lass uns das ja für ganz Nar Shaddaa verbreiten. Die Scheiße hier. So, wir müssen da unten irgendwo rennen. So, wir werden mal ein paar Crates umnieden, wa? Ne, wir müssen hier oben hin. Hier ist noch ein... Eigentlich brauchen wir nicht mehr. Falls einer hier auf Nar Shaddaa ist, hier ist Wissensobjekt. Sind hier alle mal so irgendwo... Afra-Geban. Irgendwo mal versteckt. Tja, auch hier. Ich glaube, das Vieh hatten wir auch bei meinem anderen Inquisitor, den ich damals genutzt habe. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten lang. Kannst du eigentlich nie bringen, oder? Also beim besten Willen. Junge, ey. Hab mit ihren Kopf. Ich müsste mal gleich hinrichten. Was willst du mit so einer? Was willst du mit so einer? Mann, wenn man könnte, wie man wollte, ja. Es wäre ein die sehr... Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren... Mann, oh Müter, Alter. Ich würde am liebsten diesen Droiden zerreißen, wenn der mir mal dazwischen quatscht. Was wollte ich sagen? Wenn man wollte, wie man könnte, ja, dann wäre das hier ein ganz blutiges Spiel. Im Planeten wird es nicht mehr geben. Der Imperator damals die Macht hat, mit diesen Nathema oder wie das hieß da, die ganze Macht wegsaugen. Ha! Pillepalle gegen meine Macht. So, was ist nur? Wo fliegst du denn hin hier? Ach Mann, ey, ich hätte wirklich echt neue Schichten noch und noch mehr, wo man machen könnte und, oh, weiß ich nicht. Ich hätte so was in einem Singleplayer-Spiel, wisst ihr, was ich meine? Nee, wir müssen da ja nicht hin. Baru Jamunja. Den will ich auch nicht bequatschen, ne? Das wäre auch cool. So, wir müssen da oben irgendwo rennen. Wir sollen hier eine Menge töten. Ist davon irgendeiner dabei, den wir hier... Die Nacht ist die Verbündete des Schattenjägers. Junge, dafür hast du jetzt so lange gebraucht zum Quatschen? So, hier ist keiner dabei, den wir hier irgendwie umnieten müssen. Ihr habt nochmal Glück gehabt, ihr Eierköppe.
Lady Kuyuma kommt vielleicht später irgendwann mal wieder. Hau ab da jetzt! Afra-Geban. Ich glaube, ich spinne hier. Was dieses niedere Gewürm von mir will, wisst ihr so? Ah, voll Deibel. So, was seid ihr für welche hier? Afra-Geban. Muss sterben. Los jetzt hier. Sag mal. Okay, der hat ja nicht gedrückt, ja, oder? So muss das laufen. So muss das laufen hier. Bumswalder. Bums, Waldra, so. Na, den brauchst du jetzt nicht ohne in Stasis setzen. Das ist gut, dass du näher kommst. Dann brauche ich wenigstens nicht zu dir kommen. So sieht's doch mal aus. So, was seid ihr hier für Eierköppe? Ohne einfach Maul oder was? Afra-Geban. Sehr gut. So muss das. So, wer will noch vor die Fresse haben? Komm mal ran hier. Hier ist doch der Eierkopf hier. Und der hat ja eine Stoß erhalten, oder? Erbärmlich. Ih, ist das erbärmlich. Ja, ja, nicht gekonnt. Junge, nee. Lass mal hier irgendwo hingehen. Junge, nee. Meine Gebieterin, ich möchte mich für Destres Verhalten entschuldigen. Das war kein Benehmen. Sein Verhalten? Dein Verhalten? Du bist doch voll die Weichspülerin, Junge. Ich liebe es, wenn ihr vor mir kriecht. Wenigstens eine hier kennt ihren Platz. Ich respektiere euch sehr. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Von euch geht eine Macht aus, die Palladius trotz all seiner Prahlerei und Befehle nie ausgestrahlt hat. Meine Macht ist echt, ja. Ich muss nicht prahlen. Mein Wille geschieht, sobald ich daran denke. Das meine ich. Ihr seid stark, wo Palladius nur vorgibt, es zu sein. Wie auch immer, wenn wir uns Palladius Kult vorknöpfen wollen, brauchen wir ein echtes Hauptquartier. Einen Ort der Zusammenkunft, an dem man Reden halten kann. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich bereits so einen Ort gefunden habe. Ist das auch kein Trick, um Destris vor mir schlecht zu machen? Es tut mir leid. Ich dachte, die Sith schätzen Ehrgeiz, aber ich wollte sowieso nur helfen. Es ist das Haus Strell, das nach dem Wohltäter Dagon Strell benannt ist. Die Leute haben zu ihm als Anführer aufgesehen. Er ist nun schon fast 10 Jahre tot, aber sein Name ist nicht vergessen. Ich dachte, es wäre vielleicht hilfreich, wenn sein Name im Zusammenhang mit dem euren genannt wird.
Nicht gerade ein feudaler Sitz für die Macht. Macht lässt sich in den unteren Ebenen von Nar Shaddaa nur schwer erlangen. So ein Blödsinn, Alter. Wir metzeln uns hier durch und dann ist gut. Was denkst du denn? Na, wird ja mal Zeit, dass wir jetzt hier aufgestiegen sind. Ah, unsere Macht wächst. Ah, ich bin schon wieder völlig drin hier in dem Ganzen. Hm. Oh. Ah, das alte Mausproblem. Früher hatte ich eine andere Maus. Jetzt ist trotzdem dieses Problem. Also lag's nicht an der Maus. Was sind denn das hier eigentlich für Eumels hier? Bürger. Koreanische Bürger. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da unten ist noch was. Da unten müssen wir hin. Na komm, den bringen wir jetzt erstmal um hier. Das, lieber Junge, war kein... keine persönliche Sache, das war, ja, du standst halt einfach blöd im Viech, ne? Ja, kann ja mal vorkommen, ne? Hier sind eine ganze Menge Rot hier manchmal hier. Fluchten Kommunisten. Gut. Ich bin immer noch überrascht, dass immer noch so viele jetzt hier Star Wars gucken. Freunde der Sonne, ich bin positiv überrascht. Wer ist denn hier wo? Was soll ich denn hier überhaupt suchen? Was soll ich denn hier suchen? Zerstöre Waffenverstecke und chemische Raffinerien. Da hinten leuchtet was. Da sehe ich doch was. Ja. Gut. Naja, dann... Oh, hier ist auch so ein Ding. Sehr gut. Sehr gut. Hier, muss ich vielleicht wieder irgendeinen von denen von der Bande hier anlecken? Oh. Siehst du? Bleibt nochmal eine Bonus. Also, merkt euch das. Öfters mal hier an irgendeinen Gegner lecken. Und das ist ja... Todesfeld, ich sage. Ich ohne Worte. Das ist einfach nur geil. Ohne Scheiß, Freunde. Das ist einfach nur geil. Oh, das ist nicht so geil. Da ist noch ein Kist. Er kischt. Oh, da habe ich... Oh. Das ist aber scheiße. Hab ich vergessen. Ich denke gerade über ein neues Spiel nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar liebäugel ich mit Crusader Kings 3. Bin mir aber noch... Oh, was ist denn hier los? Wieso seid ihr stärker als die anderen Eierköpfe? Muss aber sagen, dass ich nicht weiß, ob das ein Spiel für mich ist. Es sieht schon mal geil aus. Ich habe jetzt schon viele, also ein paar Let's Plays schon geguckt. Und muss sagen, So, der hat was dabei. Da muss ich mal gucken, Netzer. Nimmt er die Kiste hier? Ja, verdammt. Das ist immer doof, wenn hier Leute dazwischen funken müssen. Aber er soll jetzt erstmal ja sein. Machen wir erstmal die Bonus. Ach nee, die habe ich ja schon. Okay. Ist natürlich Mist, dass das hier so lange braucht zum... Ah, hier. Okay, das hätten wir schon mal und den ist auch hier der letzte. Okay. Gut, melde dich bei Maro Wiesen. Maro Wiesen, da hinten ist irgendwas. Oh, das Vieh ist auch, ich muss sagen, das ist auch ein Inquisitor, eines Inquisitors würdig. So, was ist jetzt? Teufel Atras. Machen wir jetzt noch ein. Jetzt hat er freigeschalten.
Hat aber lange gedauert. Das hat aber lange gedauert. Aber gut. So. Du bist jetzt die Troller hier. Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht, uns zu täuschen. Das versuche ich nicht, aber ich möchte euch jemanden vorstellen. Erlaubt mir, euch die Verbündeten des diplomatischen Dienstes auf Nashadar vorzustellen, das Schattensyndikat. Ich will keine Einheimischen treffen. Schafft sie fort. Es dauert nicht lange. Sie müssen erfahren, was ihr getan habt. Godoba der Hutte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von 5 Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Varkutiai, Chomash der Nashadar Arbeitsallianz. Es gibt keine besseren Sklavenhändler in der Galaxis. Es ist mir eine Freude. Und hier noch DXTX, Primärschnittstelle des DX-Vernichternetzwerks. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Verhandlungen zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nashadar. Ukabi und die Exchange hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die Exchange keine Sorgen mehr machen. Der dritte Alter. Zu schade. Ich hätte noch Lust, jemanden umzubringen. Dann habt ihr und wir alle vielleicht Glück. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche? Vako, bitte. Uns kann nichts geschehen. Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Die Produktion von Detonierungsdroiden wurde erhöht. Ah, gut. Wenn Ukabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß machen würde, mit Verbrechern zu spielen? Meine Quellen berichten, dass Todesschwadronen der Exchange auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Die Promenade, Fabriken, Sklavengefängnisse. Ukabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Wer, ich? Wir sollten angreifen, natürlich. Soll die Exchange ruhig Zivilisten angreifen? Wir treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Ihr müsst die Tanks zerstören und die aus ihnen entstandenen Kreaturen ausschalten. Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Sehr gut. Freunde der Sonne, immer an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder und dann werden wir weiter Tod und Verderben über Nashadar rollen lassen. Wir sind wie so eine Welle. Welle aus dunkler Seite, Magie. Ach, das brodelt schon so richtig, so Blitze und Todesfeld. Wie heißt das andere? Wie hieß das nochmal? Ausrotten, ja. Das ist doch genau unser Ding. Das ist doch genau unser Ding. Freunde, Ohren steif halten und möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.